Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Soma auf Pelzig. Ja, letzte Mensch ist jetzt gestorben, Sarah. Und ich gucke mich jetzt hier nochmal um. Habe jetzt nochmal kurz die Pause gemacht zwischen der Aufnahme, das hat mich jetzt doch etwas mitgenommen. Muss mich erstmal wieder fassen. Das Spiel versteht's definitiv, mich aus der Reserve zu locken, was die Emotionen angeht. Nicht wegen dem Horroraspekt. Da bin ich zwar ab und zu auch ein bisschen mit Flitzekacke bestückt, aber ich muss sagen, emotional und philosophisch hat das Spiel so viel zu bieten. Das ist absolut großartig. Boah, spielen es einfach selber. Es ist großartig, das selber zu erleben. Intercom. Okay, da haben wir das Witter. Zentraler. Da könnte man den Flasher ohne A rufen. Ich glaube, das ist dieser Yoshi da, der mit dem A-Zug noch ausgestattet war. Hallo, hier ist der Flasher, hier spricht die Wau. Bitte melden Sie sich zum Infizieren. Nee, auch nicht. Reaktorkontroller. Ich bin's, dein Papa. Bring mir doch mal ein bisschen Struktur, Kehlrunner. Okay, du ahnst nix, Gemeinschaftsraum. Hallo, hier ist Mr. Wow. Bitte melden Sie sich unten zu einem netten Gehirnscan. Wir freuen uns. Ah, nix. Krankenstation. Not available, klar. Auch Büro. Hier ist doch Claire. Ich hätte Lust auf ihr Gehirn. Ersatzweise geht auch ein Cortex-Chip. Okay, nur nette Leute, die wir hier kapten. Und dann gehen wir mal zurück. Türverriegelung. Okay, die kann hier auch nochmal entscheiden, was verriegelt wird, was nicht. So hat die sich wohl eingeschlossen. Clever. Clever, clever, die Frau. Fotos. Okay, das könnten die Crewmitglieder sein. Och Gott. Der sieht aus, als wäre das der Mark Serang irgendwie. Und seine Achsel ist verpixelt, vielleicht weil er Franzos war. Und es ist zu hohe Richtung ohne. Oh, hübsch. Hübsch, die Frau. Oh, das ist schon gar nicht mehr zu erkennen. Okay, also das Team war doch außergewöhnlich hübsch hier in der Arche. Wundert, in der Arche. Auf, wie hieß es dann nochmal? Pathos 2. Kurz geöffnete Dokumente, defekte Daten gefunden, wiederherstellen. Aber sicher doch. Da scheinen sie wohl nur gut aussehende Leute genommen zu haben, bis auf den Ende. Nerd-Typ. Notfallration. Von Nadine Masters. Wenn Sie genau prüfen, welche herkömmlichen Chemikalien und Mischverbindungen sich in Pathos 2 finden lassen, sollten Sie damit Notfallsituationen überbrücken können. Letzter Zugriff von Sarah Lindwall. Ernährung. Ernährung durch die Venen von Richard Holland. Eine Anleitung, um bewusstlose und komatöse Kollegen mit Infusionen am Leben zu erhalten. Letzter Zugriff von Sarah Lindwall. Ja klar, das waren all die Dinger, die sie dann nochmal gemacht hat, um sich selber zu am Leben zu erhalten, bis jemand kommt, dem sie die Arche geben kann. Veränderungen nach Bauabschluss von Astrid Krier. Methoden zur Platzschaffung für zusätzliche Nutzlast, nachdem die Geschosshülse gebaut wurde und Delta verlassen hat. Letzter Zugriff von Catherine John. Das war dann die Arche betreffend. Okay, mehr haben wir hier Anime. Die Bilder haben wir uns auch alle noch angeguckt in der letzten Episode. Und dann würde ich sagen, jetzt liegt's an uns. Nehmen wir nochmal den Kaventsmann. Damit können wir wahrscheinlich aber nicht klettern. Ne? Können wir das da reinstecken irgendwie? Können wir das da benutzen? Ah, tatsächlich. Dann rufen wir doch mal den Lift. Das ist wahrscheinlich einfacher, als mit dem Ding zu klettern. Und ich will das nicht so sehr beschädigen. Ja. Super. Genau dafür ist es auch konzipiert. Infirmary. Es geht jetzt in der Dive Room runter. Und da gehen wir jetzt auch hier. Ich glaube, jetzt können wir auch Tau verlassen. Tau war für nichts anderes zuständig mehr, als dass wir uns hier die Arche holen. Tau ist tot. Endgültig tot. Nur noch der Yoshida-Flasher. Und dann Catherine kommt jetzt auch keiner mehr dran. Oder für sorg ich. Das bin ich ihr schuldig. An ihren Leichnam kommt Kevau. Nicht mit mir. Einen Moment. Ach, wenn wir die Wau zerstören sollten. Egal. An Catherine kommt. Catherine, sag ich. An Sarah kommt keine Wau dra. Wau kam ich mal. Der letzte lebende Mensch. Der letzte Leichnam
von einem Mensch kriegt die Wau nicht. Quatsch, da ging es ja hoch. Der Leichnam vom letzten Mensch kriegt die Wau nicht, um es zu verkrützen. Das kannst du vergessen. Okay, jetzt gehen wir raus hier. Ich hoffe, diese eklige Dr. Seudberg-Wau-Manifestation stellt uns nicht weiter noch. Okay, da ist sie, die Arche. Gut. Wir haben alles, was wir brauchen. Speichert. Die Arche Hämmer. Hier machen wir zu. Und jetzt können wir hier nochmal gucken. Warte auf Fracht. Aber erstmal anbringen. Warte auf Fracht. ID ARK 001. Genau. Typ Nutzlast. Gewicht 20 Kilo. Benutzer C. John. Okay, das stimmt soweit alles. Konfigurieren. Konfigurationsfehler. Fracht angebracht. Okay. Dann konfigurieren wir das Ganze. Konfigurationsfehler. Okay, dann benutzen wir unser gutes Omni-Tool. Dann müsste das eigentlich funktionieren, oder? Luftschleusenflutung, Druckdifferenz. Ich denke doch, das Ding ist wasserfest, ne? Und das Spiel laggt auch gerade wie Sau. Okay, hier platzt was. Scheiße, wir müssen vielleicht selber fluten. Ja. Sieht wohl aus, als müssten wir selber fluten. Oder? Ja. Sieht wohl ganz genug aus, als müssten wir selber fluten. Der Raum ist jetzt auch abgeschlossen. Es geht immer auf der Washing, wenn wir so einen Scheiß machen. Wir brauchen, glaube ich, nochmal so ein... um uns zu heilen, weil ich glaube, da habe ich ordentlich auf der Washing gekriegt gerade. Lädt. Könnte sein, dass die Sicht jetzt wieder so ein bisschen wuschelig ist. Ist er noch... Oh Gott, die Arche ist noch da. Okay. Gut, ich habe nur auf der Washing gekriegt, in Anführungszeichen. Das sieht soweit gut aus. Wir sollten der Arche folgen. Okay. Da können wir vielleicht hochklettern, oder? Ja, konnte man drüber springen, okay. Das scheint diese Plattform noch Vieh zu sein, oder? Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir noch Alpha kommen, wo die Wau ihren Kern hat, ihren Infizierter. Ich könnte drauf wetten. Aber, und die Arche wird jetzt noch Vieh transportiert. Ist bei Vieh, ach, Omikron? Omikron sage ich. Omega mit der Kanone? Das habe ich bisher nie so wirklich rausfinden können. Bitte kein Jumpscare. Wäre ich sehr dankbar drin. Ich hasse Jumpscares. Ich habe doch schon früher gehasst mit deine Bilder, wo man so... nur, oh, jetzt flitzt sie aber. Wo man so nur hart tragen müsse und dann ist diese Fratze von einem kleinen Mädel aus der Exorzist erschienen oder so Dinger. Oh, ich habe mit so einem... gekrischt. Ich habe das gehasst. Ich habe schon früher diese Jumpscare-Videos gehasst ohne Ende. Und bei Spielen mag ich es auch nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Aber ich mag das Feeling von Horrorspielen. Oh. Oh. Oh scheiße, da kommen wir nicht mehr hier. Okay, also die Arche ist vorgestürmt. Sieht vor uns dann so. Nein! Lass mich in Ruhe! Alter, lass mich in Ruhe, du Dr. Seudberg. Wau, Kasper. Ich weiß ja nicht, ob der aggressiv ist, wegst, weil jedes Mal, wenn ich den sehe. Ich glaube, da muss ich durch, weil jedes Mal, wenn ich den Freak sehe, fusselt's halt. Der gehört ja zur Wau. Aber auf der anderen Seite will er auch, dass ich die Wau vernicht. Oh Mann. Wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Ich sehe es, guck mal, jetzt geht's tatsächlich noch, Alpha. Die Wau wird hier dicker und kräftiger. Und du furzt so. Wie widerwärtig. Lass mal kräftig einer los. Wie der Präsident in Hot Shots 2. Doch dann, plötzlich, geschah es. Und weil diese fluoreszierende Scampis. Hätte ich eigentlich auch mal wieder Bock drauf auf Scampis. Und weil diese Pupslöcher von der Wau. Doch dann, plötzlich, geschah es. Oh Mann. Ich muss mal auch wieder mit irgendeinem Quatsch Mut machen, weil ich befürchte, beim Wau-Kern werden wahrscheinlich auch die meisten Wau-Kreaturen sein. Sprich,
Tiefseekreaturen, die es von außen bewachen. Flasher und Proxys eventuell drin. Das wird heftig. Die Wau will wahrscheinlich gut verteidigt sein. Immer hier ist es die Haupt-KI, die in Pathos 2 noch übrig ist. Das ist die Haupt-KI. Und der auch noch dazu. Aber der scheint auf unserer Seite zu sein, obwohl er zur Wau gehört. Und das ist Alpha, ja. Boah. Ich rechne in Alpha mit dem Schlimmsten. Weil diese dicke Wau-Stränge, diese Strukturgel-Mutationen, das kann ich bewegen. Und das auch. Okay. Die Musik ist hier auch nicht gerade sehr ermutigend. Da geht's nämlich weiter. Oh Mann. Oh Mann. Immer kurz die Sicht freimachen. Oh, mich hat's jetzt gerade im Arsch so gejuckt. In der Palz heißt es übrigens, wenn man noch so schlof in der Aare hat. Diese Krümel nennen sich Aare-Matzer. Ich weiß gar nicht, wie heißt das eigentlich auf Hochdeutsch? Schlof in der Aare? Also, du hast noch Schlaf in den Augen? Oder wie heißt dann das? Ich kenne es so als Aare-Matzer im Pelziger und Schlof in der Aare, aber... Es würde mich mal interessieren, wenn ihr selber Dialekt sprecht, wie heißt das in eurem Dialekt? Und dann würde es mich interessieren, wie es auf Hochdeutsch heißt, falls es einer weiß. Okay. Konstante Überwachung ab hier. Und zusätzlich denke ich auch, dass die Wau mich die ganze Zeit über diese Lichtdinger hier begutachtet hat und beobachtet hat, was ich da schaffe. Okay. Also, ich mache mich auf alles gefasst. Auf jeden Flasher, Proxy, Dr. Seudberg. Auf alles Mögliche. Ich mache mir zufälligerweise hier zusätzlicherweise noch das Ding zu. Das ist ja was anderes, als wenn die Proxys da hingehen und ich kann Schalter drücken. Oder hier nochmal was aufzerren. Die Proxys können es nicht, die haben keine Arme. Von daher, ich rechne mit allem hier. So ein Pappbecher wäre jetzt nicht schlecht. Ist da Kaffee drin oder so? Oder dann machen wir mal kurz Pipi-Becher draus. Oh. Okay. Kurz reingestrullt. It's a kind of magic. Oh Mann, ich will nicht. Ich will nicht. Ich habe so Schiss, dass jetzt alle Wau-Kreaturen hier versammelt sind. Hallo? Ich bin der Praktikant hier. Hallo? Scheiße. Auf der anderen Seite könnte es halt auch sein, dass ich mir hier voll den Fluchtweg versperre. Was haben wir hier? CS Doppelpunkt Black Nummer 41 523 808 minus Goff. Okay. Auch wieder so ein Pipi-Becher. Hier scheint es auch irgendwo hier zu gehen. Cartage. Sackgas. Okay. Könnte möglicherweise irgendwann mal Rettung sein, wenn das so schön die Deluxe-Schäm-Dich-Ecke ist, wo ich mich reifer kriechen kann, wenn so Kreatur kommt. Ich halte mir hier jeden Fluchtweg offen. Wow. Der letzte Episode war es auch sehr dunkel, muss ich sagen. Bei der Facecam, wenn er das bemerkt habe, draußen war ach du, ziemlich fett die Driving, die vorbeigezogen ist. Also eine Wolkentrübung bzw. Wolkefront. Und jetzt ist es wieder etwas klarer. Jetzt wird es auch etwas heller zu sehen sein, wie ich auch so in der Facecam sehe. Aber passend auch zu dem Ende vom letzten Mensch, von der Sarah, würde ich sagen. Dass es dann auch so duster war. Draußen schwirrt auch noch nichts rum. Ich bin trotzdem zutiefst beunruhigt hier, weil die Wau hier ihren Kern hat, wo das Wau-Projekt gestartet wurde und jetzt hat sie alles in Besitz genommen. Und ich befürchte, dass die ganze Welt irgendwann so aussehen kann. Ich denke, Wau wird zuerst mit Pathos 2 anfangen und dann könnte die ganze Welt so aussehen. Und irgendwann wird sich die Wau auch denken, alles lebe. Muss erhalten wäre und dann könnten die Tiere ach so aussehen, weil ach Ratte und so wären ja Erhalter. Ich befürchte, wenn man die Wau nicht beenden, wird die ganze Welt irgendwann so aussehen. Und dann ist das kein Planet, der sich mehr regenerieren kann. Die Welt muss sich ja regenerieren können und die Wau ist ein menschlicher, schlechter Eingriff. Nochmal der letzte menschliche
Flock in der Arsch gerammt könnt, Massacher, um Mutter Erde zu vergewaltigen. Und du ist Wau der Top-Vergewaltiger. Deswegen, die Wau muss ausgeschaltet werden, sonst kann sich. Sonst kann sich die Welt nie mehr regenerieren. Ja, und wer seid ihr? How? What are you talking about? As soon as I came to, Omicron, I tried to tell them to make the toxin that would make the wow with them. But they don't understand. They put it inside the cabinet and it was so infuriating. They needed to take it to Alpha, the fountainhead of the misery we created. And then the girl, she figured it out. She was going to take care of it, but the wow shrieked. They all died. Yourself into a venomous snake. You're saying this toxin inside of me can kill the WoW altogether? You are the snake, son. Now strike at the heart. Das Strukturgel in Omikron war vergift und präpariert, sodass ich die WoW damit ausschalten konnte. Oder kann. Ja, krass. Okay, der ist tatsächlich ein Helfer. Auch wenn er unheimlich ist, es ist ein Helfer. Hey, krass, krass. Ja, lecko mio. Okay, das ist jetzt eindeutig als Freund definiert. Das war wohl ein Mensch, der aber irgendwie in dem Wau-Bewusstsein nochmal aufgegangen ist. Eventuell war auch der dotra beteiligt, mich hier wieder rauszuholen. Also, dass der Simon Jarrett reaktiviert hat. Da wird was durchgepumpt. Vielleicht war der derjenige, der mein Hirnscan reingeladen hat. Der Simon hier im Scan in den Körper geladen hat. Möglich. Vielleicht war auch derjenige, der vorher das gebastelt hat mit dem Strukturgel. Und dann gab es nochmal eins in Omikron. Deswegen könnte es auch erklären, warum diese Wau-Rosette jedes Mal vertrocknen und ausgehen und die Lichter ausgehen, wenn ich doch reifass. Die Wau macht mir nichts aus. So wird ein Schuh draus, oder? Okay. Wau. Core Isolation Laboratory. Private Property. Access restricted to Carthage Employees. Okay, wir sind wirklich richtig not dran. Wir können die Wau aufhalten. Aber, wenn die Wau aufgehalten wird, dann stirbt doch alles, was die Wau am Leben erhalten hat. Das heißt, die ganze Töte michs finden endlich ihr Ruhe. Und auch die ganze Roboter wie die Armsau, die vor nicht Omikron, vor Theta war. Ach, die findet ihr Ruhe. All die Roboter mit menschlichen Gehirnscans drin und all die Töte-Michs finden endlich ihr Ruhe. Ich muss das machen. Ich muss das machen. Ist er das wieder? Oder ist das irgendein Mistvieh? Ist er das oder ist das Mistvieh, was die Wau beschützt? Ich weiß es nicht. Ich What the hell is that? Das ist er. Ah, okay. It controls all the structure gel on Pathos 2. Okay. All you need to do is poison the imprint, and the heart will unwillingly spread it across Pathos 2. Kill it. Okay. Feel it, Simon. Push your arm into the heart. Okay, da hat mich eingeschlossen, der Kerl. Okay. Ich stimme doch voll überein. Come on. Do it. Ich stimme doch voll überein. Ich hab's dir schon vorher lang und breit erklärt. Und wenn das wie ihr Herz fungiert, dann wird wirklich alles ausgeschaltet. Ich hab das richtig verstanden. Okay. Und wenn ich das mache, finden die ganze Menschen endlich Erlösung. Und ach, die armen Ratte aus Omikron. Und ach, die ganze Roboter. Okay. Jetzt ist die Zeit. Boah, wer du auch der Arm reingestreckt? Nicht, dass das zubeißt, aber... Ja, der ganze Arm. Na gut, was ist ein Arm im Vergleich zum Retter von der Menschheit? Weil das wird alles infizieren. Und nur weil Anna seinen Arm nicht geben wollte, das wäre egoistisch. Scheiß drauf, komm. Ach, wenn ich meinen Arm opfer. Ah, voll rein, die Glibber. Verreck, du Scheißvieh. Yes. It's
Hat die Hand geopfert jetzt? Da, da. Ja. Okay, die Hand ist am Arsch, aber scheiß drauf, ich habe mit dem ganzen Arm gerechnet. Scheiß drauf, das Ding ist am Arsch. Jetzt geh. Was? The only way to make sure the WoW stays dead is to destroy the only one who's immune to the new pattern. Don't worry, I'll make it quick. Oh God! Oder nicht. Okay, der ist jetzt vom WoW-Dune-Wüstenplanet Seewurm-Sandwurm zerschmaust worden und die WoW habe ich jetzt auch schon infiziert, speichert. Uah, wo muss ich lang? Hier? Boah, aber die WoW ist kaputt. Die WoW wird alles selber infizieren und wird sich selber kaputt machen. Das heißt, ich habe die Welt eigentlich davor bewahrt, von der KI in Besitz genommen zu werden. Scheiße. Theoretisch habe ich verhindert, dass die WoW sich über die Welt verbreiten kann und dass die in Pathos 2 erlöst werden. Okay. Gehen wir den Lichter noch. Boah, der Sandwurm ist hinter mir her. Boah, da ist er. Okay, mich kriegst du nicht, du Scheißvieh. Und jetzt von Alpha ab noch 4. Der Weg ist auch frei. Es ist kein Sandsturm mehr. Ich glaube, da ist auch die Omega-Kanone. Ich sehe sie. Die hat mich erwischt, oder? Scheiße, gehört das zum Spiel oder bin ich jetzt tot? Eindrucksvolle Art und Weise tot. Fuck. Okay, ich bin auf jeden Fall stark verwundet. Und ich sollte dringendst weiter. Weiter der blaue Lichterfolge. Blau geht immer weiter. Blau geht immer weiter. Scheiße, das war knapp. Weiter, 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 immer weiter. Mit Abschreckelosse, immer weiter. Ich bin so kurz dran vor Omega. Ah, leck mich am Arsch, du Scheiß, wie mich kriegst du nicht. Alpha und Omega, Anfang und Ende. Das ist ätzend gerade. Das hat mich wieder erwischt. Gott. Ich kann auch überhaupt nichts machen. Okay, das Scheißvieh. Das macht mich hier fix und fertig. Aber ich muss da irgendwo weiter. Boah, ich bin aber total verkrüppelt schon. Gibt gar nichts mehr. Wo ist es dann überhaupt, das Scheißvieh? Da ist es. Ja, komm doch her, du Arschloch. Ja, das zerrt mich wieder zurück. Ah, okay. Da ist wieder Heilrosette. Okay. Na. Jetzt kann ich vielleicht auch besser rennen. Nach all der Scheiße. So, jetzt bin ich auch schneller unterwegs. Vielleicht kriegt mich das Scheißvieh jetzt nicht. Ich bin kurz davor. Du kannst mich mal. Ja, du kannst mich mal, du Scheißvieh. Dreh ruhig der Runde, Rosette König. Ist mir grad Bums. Ich bin hier drin, hier kriegst du mich nicht mehr. So, jetzt bin ich hier sicher. Okay, wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt in 4 oder? Na egal. Ich mach jetzt nochmal hier rein zum Speichern. Ah. Luftschleuse wird geleert. Aber mit Doppel-E und nicht mit EH. Na, 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 du Licht, du Luftschleus. Achtung. Ich will an die Luft wieder. Und. Immer diese fluoreszierenden Scambis zwischen der Eckzähne.
sieht aus, als wären wir jetzt in Vieh gelandet. Lädt. Okay, also der der Wau Dr. Soldberg, der folgt mir nicht. Trophäe erhalten in Silberschnellstraße zu den Sternen. Ja, ich auch. Das hoffe ich auch. Speichert. Hervorragend. An der Stelle mache ich meinen Cut und wir sehen uns nicht morgen, ihr liebe Leid. Wir sehen uns morgen in einer Woche, ihr liebe Leid. Und zwar zum 31. Juli. Da sehen wir uns wieder, weil ich jetzt wochenlang im Urlaub bin. Ich bin auf dem Drachefest, einer Labcon, in Diemelstadt. Und da habe ich meinen Urlaub für eine Woche und eine Woche lang Lab. Ich freue mich wie Sau drauf. Und ja, die Woche wird jetzt ohne Yankees sein. Ich hoffe, ihr kommt die Woche ohne mich aus. Nicht gleich deabonniere. Wie gesagt, ich mache nur Urlaub. In einer Woche, morgen in einer Woche, sehen wir uns jo wieder. Also nicht gleich greinen, nicht gleich deabonniere. Es geht nahtlos weiter, morgen in einer Woche, bei Let's Play Soma auf Pelzig. Also machen's gut und bis du hier. Habt ihr schöne Zeit, habt ihr schöne Woche. Genießt sie. Der Pelzer kommt jo bald wieder. Nicht greinen, nicht gleich deabonniere. Bis du hier, wie gesagt, machen's gut und bis dann in alter Frische. Euer Yankee.